Willst du mich rollen? Ich glaube, du willst mich verarschen, oder? Hört auf! Ist das hier ernst? Ich werde Halbler umbringen. Diese Eifersucht, die ist mega heiß. Stehen noch da. 27 Limousinen. Orange, jetzt halt endlich deine Klappe! Jetzt geh endlich schlafen, Mann. Du machst es schon seit 99. 99. Na, 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 na. Geh pennen jetzt. Anders werde ich nicht müde. Nein, 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 nein. Denkst du ernsthaft, du pennst bei uns im Bett? Auf gar keinen Fall. Scheiß Verräter pennen auf dem Scheißboden wie Hunde. Digga, als ob ich auf dem kalten, harten Boden schlafe. Du hast sie doch nicht alle. Ja, da, wo du hingehörst, auf dem Boden. Es ist dein Ernst, hier schläft niemand auf dem Boden. Ist mir doch egal. Ach, rutsch jetzt einfach. Oh Gott. Ernst? Nein. Danke. Scheiße. Kein Thema. Wie schön ist doch es, ein Bett zu haben. Hm? Dieser Komfort auch, wirklich. Das hat es bestimmt noch nie gegeben bei einer Entführung. Hast du die dritte Staffel nicht gesehen? Was habe ich noch nicht gesehen? Vergiss es. Falls ich dich nachts anfassen sollte, ist es wirklich aus Versehen gewesen, weil ich habe einen Bodybuilder-Freund, ne? Also nur mal so. Halt die Klappe! Ist doch gar nicht. Das kann doch gar nicht sein, die waren definitiv hier drinne. Ey, weiß ich vielleicht richtig aggressiv, ich bin spitz wie ein Igel. Anscheinend schaffen es die Imposter nicht nur die Crewmates aufzulösen, sondern auch Kondome. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Das ist richtig scheiße. Soll ich dir das beantworten? Benutzt du die Pille? Ach, hast du also das Ufer gewechselt? Das Gleiche könnte ich dich aber auch fragen. Ich wusste ja, dass du auf jemanden stehst. Aber ich hätte nicht gedacht, dass derjenige ein Mann ist. Was wohl ein Verlückter zu sagen wird? Was hast du eigentlich mit ihr in der letzten Zeit zu tun? Weißt du, ich bin ja eigentlich nicht lesbisch, aber bei deiner Verlobten würde sogar ich eine Ausnahme machen. Halt dich von ihr fern. Vanessa? Bist du's? Nein. Du, ich liebe dich. Mann, wir müssen endlich einen Weg hier rausfinden. Ich weiß nicht, wie... Mann, ich werd wahnsinnig. Ich werd klaustrophobisch. Ich dreh komplett am Zeiger, Kerni. Ja, das hast du dir selbst zuzuschreiben, ganz ehrlich. Was? Wenn du mir geholfen hättest, als die anderen mich wie die Tiere hier runtergezerrt haben, dann wären wir jetzt gar nicht hier. Ich hätte dem Scheißverräter vertrauen sollen. Ha? Ich bin dieses perfekte Affentheater satt. Du weißt, wie wir rauskommen. Also rück mit der Scheißsprache raus. Ich hab dir 100 Mal gesagt, ich weiß nicht, warum wir hier unten sind. Und fass mich nicht an! Steck's mit den Fixern unter einer Decke. Komm auf jetzt! Hallo! Fick der Verräter! Schüss, Verräter-Sau! Mach es rein! Hol doch jetzt! Hört auf damit! Ich hab genug Probleme hier unten, immer ganz sauber! Ihr geht sofort beide in die Sauna! Bis ihr euch vertragen habt. Jetzt! In die Sauna? Ja,
In die Sauna. Ab. Okay, also wenn ich es richtig verstanden habe, dann willst du, dass ich zwischen dir und Violett einfach mal vermittle. Ja, ich glaube, du kannst es ganz gut. Wirklich? Ja. Krass. Danke, dass du mir das so zutraut. Oh. Oh. Violett, hey, was geht? Was geht? Stopp. Magst du dich ganz kurz mal zu uns setzen? Komm, setz dich mal zu uns. Ich habe eigentlich gerade was zu tun. Was machst du? Ich lese was. Eine Zeitschrift? Ja, genau. Was wichtig, oder? Schon. Setz dich mal hier runter. Setz dich mal runter. Komm runter. Schön. Folgendermaßen, das ist jetzt mittlerweile jedem hier aufgefallen, dass da möglicherweise ein ganz kleines bisschen dicke Luft zwischen euch beiden ist. Gut ist größtenteils seine Schuld. Das ist eine Anschuldigung. Bist du wieder rollendunkelblau? Jetzt mal ganz ehrlich, nee, was bringt das hier, Pink? Stopp. Okay, warte mal, folgendermaßen. Wir spielen ein kleines Spiel, um das mal alles hier ein bisschen aufzulockern. Jeder von euch sagt jetzt eine Sache, die ihm ganz besonders gut gefällt an dem jeweils anderen, okay? Blau, du fängst an. Nee. Ein Kompliment. Fällt mir nicht mal ein. Nee. Ein Kompliment. Ja, nee. Mir fällt da was ein. Wirklich? Ja. Also, dunkelblau, jetzt mal ganz ehrlich. Ich finde, du bist ein toller, lieber, netter, höflicher Mensch, wenn du schläfst. Ja? Mann. Wenn du alleine in deinem Zimmer bist, weg bist. Nein, das ist nicht das, was ich meine. Weißt du, was ich mag? Ich mag das Gefühl, wenn du aus dem Raum raus bist. Dann oh, das kenne ich! Nein, das funktioniert so nicht, okay? Wir fangen mal mit einer Entschuldigung an, okay? Jeder von euch beiden sagt jetzt einmal Entschuldigung. Und meins auch so, okay? Okay. Entschuldigung. Nee, Entschuldigung wofür? Entschuldigung dafür, dass du nicht erkennst, was für ein cooler Typ ich bin. Leute, das funktioniert so nicht, okay? Du sagst jetzt, was dich stört? Pink, jetzt mal ganz ehrlich, es bringt nichts. Sag bitte, was dich stört. Sag bitte einmal, was dich stört. Was mich stört? Ja, eine Sache. Digga, die ganze Person, einfach eine alles. Sache, eine spezifische Sache. Kannst du eine spezifische Sache nennen? Scheiße, Mann, ich bin ja bei dir, ich hab dich ja aufgesucht, um das Problem wirklich zu lösen, okay? Vielleicht fange ich mit was an, was ich vielleicht nicht richtig mache. Vielleicht bin ich ein bisschen zu aggressiv in meinen Meinungen dir gegenüber und vielleicht manchmal ein bisschen überzogen, ja. Sehr stark von dir. Ja. Ja, das tut mir echt leid. Cool, sehr cool. Cool, jetzt du. Eine Sache. Ja, also mir tut es halt auch leid, dass ich, wenn du mich provozierst, auch ausraste und dass ich dann auch mal ein bisschen was dazu sage. Ja, aber im Endeffekt, wir können ja ein cooles Team werden. So. Also das hört man ja immer wieder, beste Freunde, die hassen sich erst und dann mögen die sich. Das könnte passieren, ja. Ja. Schön! Sorry. Ja, auch sorry, wirklich. Toll. Wirklich, Anna? Wir drei, ne? Naja. Richtige Bruderschaft, was geht ja, ab? Okay. Toll. Toll, Leute. Finde ich toll, finde ich schön. Cool. Krass, dass wir uns vertrauen. Ah, alles klar. Okay. Okay, komm, wir drücken uns nochmal richtig, okay? Komm her. Ping. Nochmal richtig drücken. Wir müssen das zusammen durchstehen hier. Sorry, ich mach meinen Kopf hier hin, okay? Ich mach den hier hin, okay? Okay, super. Okay. Alles super. Klar. Viel Spaß mit deiner Zeitschrift noch. Ah ja, genau. Dankeschön. Und euch auch viel Spaß beim. Danke, ich bin auch erzeugt. Ja. Wollen wir noch ein bisschen schnacken? Ich danke dir. Noch ein bisschen reden? Mach's gut. Ich kann noch ein bisschen über meine Gefühle. Ich kann noch über meine Gefühle kurz reden. Hast du noch Zeit? Ich kann verstehen, dass du misstrauisch bist. Ja, allerdings. Und auch, dass du angepisst bist und dass du mich für die Wurzel allen Übels hältst, aber... Glaub mir, ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich wollte viel lieber ein ganz normales Mitglied von der Crew sein. Als die Veranstalter zu mir ankamen und gesagt haben, hey Gary, hast du Bock bei dem Turnier mitzumachen, du bist Imposter, da dachte ich, nee, ich sag ab. Wenn ich Among Us spiele und es beginnt und da steht, ich bin Imposter, ey, ich kann das nicht. Ich habe da keinen Bock drauf. Keine Ahnung warum. Vielleicht, ich kann sowas wie Lügen oder andere verarschen. Ich hasse es wie die Pest. Deswegen, also. Du hast keinen aufgelöst. Das ist vielleicht ein bisschen peinlich so als Imposter, aber
Ich meine, als die Veranstalter uns erklärt haben, wie das funktioniert, habe ich nicht aufgepasst. Ja, Jonas hatte recht. Scheiße. Ja. Oh Mann. Was soll man sagen? Ich find's gut, dass wir geredet haben. Weißt du was? Oh nee, Keanu, bitte nicht. Nein, 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 lass das. Das ist so ekelhaft. Ich will das nicht mehr. Wirklich nicht? Nein, es ist... Bah, wirklich. Nein, lass das. Aber alles cool. Alles cool. Ja, komm, lass uns zu den anderen gehen, oder? Komm. Fragst du mich gerade nach einem Date? Was ist, wenn's so wäre? Ich hab nicht verloren. Das kann gar nicht sein. Ich hab doch meine Aufgabe erfüllt. Wie kann ich denn da verlieren? Ich check's dann gar nicht mehr. Was ist das denn? Das Leben? Ich hab die Klamotten von Nina bei dir im Bett platziert. Du warst es?